das jetzt bei der AfD Zusammenarbeit. Hatten wir in Brandenburg den Fall gehabt, dass unser Spitzenkandidat Robert Krumbach also eine unklare Äußerung in einem Interview hatte, aber hat nie gefordert, dass die AfD zu verbieten. Und trotzdem stand in jeder Medien, Krumbach setzt sich für ein AfD-Verbot ein. Jetzt hat er mehrfach in Interviews gesagt, dass das nicht der Fall ist und dass er sich dagegen stellt. Und jetzt bringen sie wieder alle Rückzug von These und alles, BSW doch nicht mehr gegen AfD-Verbot. Also niemand, den ich kenne im BSW, ist für ein AfD-Verbot, sondern ist, wenn dann, für eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Partei. Aber die Medien schaden uns entweder, indem sie uns irgendwie massivst, sag ich mal, wirklich in eine Ecke framen, die halt wirklich abstoßend ist, oder sie bringen bewusst eben Content, der bei den Leuten dann wieder, also wie dieses AfD-Thema, fordert jetzt hier ein AfD-Verbot ein, das lesen die Leute und denken sich, ja, BSW ist dann ja genauso Teil irgendwie des Einparteienpreis. Und das ist immer so, finde jetzt wisst ihr, bei der Medienberichterstattung haben einerseits völlig überzogen negativ oder andererseits bewusst falsch ausgedruckt oder ausgedrückt in irgendwelchen Artikeln. Und das Ja. ist schon spannend. Also zwischen den beiden Sachen pendeln wir massiv. Ich glaube, da hilft es dann jedes Mal einfach stumpf die Parteilinie zu erklären. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht auf das Wort Zusammenarbeit zu fokussieren, weil da Journalisten dann eh immer das reininterpretieren, was sie gerade am liebsten haben möchten. Ich